Namen Stalker. Willkommen in der Zone, zurück am Feuer bei dem räudigsten Wetter. Wenn ich das so sehe, habe ich richtig das Gefühl, ich würde mich gerne hier auf diese räudige Matratze schmeißen, die Kisten noch ein bisschen mehr zusammenschieben und dann hoffen, dass das irgendwann aufhört. Ich wurde übrigens bei meiner Ankunft überrascht von Zombies und einem Fractured. Da habe ich richtig den Arsch aufgerissen, den Affenjunge. So, und jetzt gucken wir uns um, was hier so Phase ist, und wir haben tonnenweise Verstecke zu looten. Ich würde sagen, unser Weg führt uns direkt nach rechts hoch. Oder? Das sieht hier auch schon wieder lecker aus. Njam, 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 njam. Lass uns erstmal hochgucken hier. Ich habe das Gefühl, meine Pistole ist dicker geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das sieht alles so klobig aus, als ob das eigentlich weiter vorne sein müsste. Ich habe aber nichts verstellt. Voll komisch. Kommen wir gerade überhaupt nicht drauf klar. Vielleicht könnt ihr mir dann nochmal helfen. Oder ob mir der Bus vorkommt. Eigentlich müsste ich mir aber das alte Videomaterial angucken. Oh, das ist im Tunnel das Versteck, ne? Irgendwie gehe ich nicht gerne in diesen Tunnel. Aber ich glaube, das ist eine Altlast. Oh. Das sieht übel mächtig aus. Cool. Natürlich überhaupt keine Munition dafür. Ich habe auch eine KS-23 gefunden und bin natürlich immer verliebt. Das hat ein Wumms hier bei Custom, ja. Das ist irre. Ich bin so fast die Kopfhörer vom Kopf geflogen, als ich das erste Mal damit geschossen habe. Aber ich finde dafür bei keinem Händler Munition und du findest das auch so extrem selten. Und bauen kann ich sie auch noch nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe es auch noch nicht mal zur Anzeige. Also ist nicht mal ausgegraut quasi. Dass ich vielleicht irgendwann mal bauen könnte. Da hat man mir auch gleich alle Hoffnung genommen. Da. Clear Sky. Hi Jungs. Ich muss mal kurz in eure Vorratskiste. Danke. Wie sieht es denn so aus? Ja. Ist ein Auftrag für uns? Ey, hier. Nimm. Luftgitarre. Oh, nicht schlecht. Kurze Nummer. Hat mir gefallen. Bischle Kleber. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ich habe schon echt viele Mutanten gehört, als ich angekommen bin. Ich meine, die Zombies, die haben ja eigentlich eine deutliche Sprache gesprochen.
So, wo dürfen wir denn noch lang? Oben auf dem Hügel. Bin echt auf die grünen Verstecke gespannt, ne? Ich habe jetzt aber einmal unterwegs, habe ich einmal Basic Tools gefunden. Und habe die dem Mechaniker... Klar, den ganzen Tag habe ich nicht immer gehustet, da setze ich mir vor dem Mikro hier die Post ab. Oh, Schwein habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Schon ein bisschen Bock drauf, habe ich lange nicht essen. Den Mechaniker an dem Farmhaus gebracht, in Cordon. Und dann habe ich mir natürlich erstmal unseren Anzug schön machen lassen. Da liegt auch ein Stalker, oder? Schnork hängt in der Luft. Oh. Boah, die Feuerrate ist ja richtig kacke. Ich glaube, das ist wieder diesen komischen Bug, den ich letztes Mal auch schon hatte. Mit der Pistole. Wo ist denn der Ranzhaufen jetzt hin? Scheiß drauf. Ui. Junge. Wissenschaftsfracture. Ich habe hier auch die Sounds von den Snorks schon gehört. Mann, Leute, ey. Wie die damit rumwerfen. Ich habe schon drei oder zwei Kisten verkauft davon. Das ist einfach nur lächerlich. Guck mal, wer da unten ist. Da ist ja kein HP. Ich glaube, ich habe dafür noch HP-Munition. Sind bestimmt Soldaten oder soweit. Bisschen fleischy. Da gibt es wieder lecker. Ah, ich muss erstmal Dings kochen. Unsere Chimäre. Haben wir auch ein bisschen was abgegriffen? Die kommt auf jeden Fall auch auf den Herd. Ich glaube, das Versteck ist im Gebäude. Ja. Machst du hier? Kleine Ratti. Stefke! Habt ihr da schon mal irgendwas rausgekriegt aus so einer Ratte? Ich versuch's immer wieder. Du dreckiger Wichser, was ist dein Auftrag? So, wie sind wir hier drin? Hier ist irgendwie Alarm im Gebäude. Oder sind die so in Snork-Geräusche?
Ach, das ist scheiße. Kann ich sehen. Boah, das ist ja ein Dingstyp. Was macht er denn hier? Dann war das wirklich kein Stalker vorhin. Was, Junge? Batzalle! Gut, dann ist ja alles in Ordnung. Dann war ich einfach wieder zu vorschnell. Und hab mir wie einen Lappenstalker wegholen lassen. Aber dann ist hier irgendwo noch einer. Eine Ratte. Just a rat. Nee. Jedes Mal lasse ich mich täuschen. So, wo ist dein Kollege, Junge? Sag es mir. Ich knall den ab. Hätte ich's nicht geahnt, du. Hätte ich's nicht geahnt. So, ihr habt einen schönen Kopfschuss, Junge. Kleiner Hody. Diese fetten Ratten. Was machen die hier überhaupt? Das Stalker-Gebiet. Oh, guck mal, das Ding hat so einen Granatwerfer dran. Das habe ich ja nicht gesehen. Oh. Nee, die brauchst du nicht unloaden. Ich mach mich fertig, Alter. Verarscht mich auch noch. Kick dir. Alter, es reicht's. Aber jetzt keine Gnade mehr mit Ratten. Muss mir ja nicht vorführen lassen während der Aufnahme. War ein Treffer. Oh, ein Guide. Steht da so drin in dem Guide? Boah. So, mein Inventar will mich gerade erschlagen. Dabei hätte ich eigentlich aufgeräumt. Grau, Small Arms, Report Volume 1. Aber immer noch nicht. Davon, da fehlen mir auch echt viele Magazine, aber. Ich hoffe, dass da irgendwann Schrapnelle mit bei sind. Okay. Lass uns mal einen Blick auf unseren Verwaltungscomputer werfen. Das sieht doch gut aus. Und das hier sowieso. Und dann töten wir tausende Soldaten. Die sitzen ja da richtig schön auf dem Haufen. Und ich finde, die kann man auch immer wunderbar angreifen irgendwie. Und wir haben ja mit dem SVD-Gewehr haben wir ja nur echt einen massiven Vorteil. Aber bei dem Wetter möchte ich mir eigentlich am liebsten nach unten verkriechen. In die Untergründe. Ecto.
Einen dicken, fetten Ecto. Und der wiegt nur 40 Kilo. So was finden wir also in grün verstecken. Kleine Sau. Hat jetzt zwei Köpfe gehabt. Ich hoffe, das ändert sich irgendwie nochmal. Muss gepatcht werden. Der Fehler ist zu krass. Oh, ihr seid aber ganz schön viele hier. Ich meine, wenn du so regelmäßig immer zwei Herzen irgendwo rausreißt und zwei Schwänze, das wirkt schon doll unrealistisch. Muss ich langsam aufpassen. Na, alles nochmal. Knabbert der an mir rum. Der hat auch zwei Köpfe. Das sieht man doch im ersten Blick immer ja, ne? Das Artefakte hier? Da oben auch? Hehe. War immer Jellyfish. Die wiegen richtig was, die Drecksdinger. Die bauen Strahlung ab. Verstehe ich das richtig? Mhm, mhm. In Ordnung. So, dann lass uns mal gucken, was wir noch kurz machen können. Weil da ein bisschen stänkern. HP, Beep. Oh, Junge, ey. Also hier soll einer durchsehen, ja? Nee, irgendwas ist hier passiert. Irgendwas ist hier. Das Zielfernrohr war nicht so dicht an mir dran. Ah, das wird jetzt wieder... Oh, fuck. Was haben Sie denn hier, Sir? Was sagen deine Kollegen? Ist in Ordnung, ja? Okay, genau neben dem ollen Ding. Boah. Scheiße, jetzt sind die doch heiß auf mir. Schnell weg hier. Tschüss. Ey, wollte ich mir eigentlich das Versteck krallen. Oh ja, oh, die legen aber richtig los da, die Jungs. Alter! Das ist nicht gut, die Position ist Schmutz.
von mir schon wieder aus allen Ecken. Da war einer. Ah, die sind da schon auf dem Dingsplatz. Hier kommt es gleich von links. Was ist denn, wie ich sprinte das? Kleine Maus. Will mit mir spielen. Na komm. Kurzer kleiner Peak. Oh. Sorry, Kollege. Oh, die sind ja schon da hinten. Ich bin tot. Das kann ich nicht. Oh, ist das eine Kacke, Alter. Nein, der hilft das immer wegzustecken, Mann. Die waren perfekt vor uns, du Affenzwilling. Oh. Komm gleich. Oh, jetzt sieht meine Maus gerade kaputt. Ey, echt jetzt? Ah. Ist er tot? Ja, Heik erwischt. Dann brauche ich hier nicht warten. Meine Maus baut sie gerade an der Seite auseinander. Richtig geil. Das ist ein Problem von SteelSeries. Übel teuer, aber es löst sich immer dasselbe Teil. Schon die zweite Maus dieser Art. Jetzt vor allem locke ich die jetzt alle in die Stelle, wo ich denn runter wollte, ne? Guck mal da. Na los, den pushen wir jetzt. Wenn der Bus nur der eine ist, dann darf der uns umbringen. Dann schnallt ihr euch schon mal an für den Untergrund. Da bewegen wir uns jetzt nämlich hin. Zu plündern gibt's ja hier nicht mehr viel.
Willkommen im Untergrund, ihr kleinen Tuschkano-Gehänge. Jetzt wird's wild. Ich glaube, die Banditen, die hier standardmäßig sind, die sind schon heiß auf uns. Weil ich habe ja schon ein bisschen Aufnahmen gemacht für den coolen Übergang in den Untergrund. Und wenn man dann neu lädt, dann wisst ihr ja, was mal abgeht. Deswegen machen wir mal eine stumpfe Eröffnung. Wollten meine Dragono gerade nicht weiterschießen, eigentlich. Kann doch noch nicht leer gewesen sein. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, jetzt wird's richtig ernst hier. Da hinten steht nämlich noch irgendeine Scherge. Na Jungs? Da liegt er, der wurde auch von irgendwo getroffen. Aber nicht von mir. Oh! Alter, aber kann auch sein, dass unser Zustand schon kacke war, ne? Ich habe ja gerade nicht geguckt zwischendurch. Scheiße. Oh. Da war ein Geist. Banditengespenst. Das war's, Kollege. So. Dann lass uns mal schauen, was die Jungs hier mitgebracht haben. What? Kann ich feuern? Kann ich feuern? Oh. Wo kam er denn her? Wir bluten wie Sau. Oh, hab ich mir erschreckt. Weiß gar nicht, ob der durch die Granatexplosion hier verstorben ist. Faker Akkordeon. So, das unten wird aber böse, glaube ich. Ich meine, wir haben jetzt schon einen Schnork erwischt. Und wenn man die gut vor die Linse kriegt, ist das ja immer eine Sache, ne? Aber ich finde, die können auch schon ganz schön wehtun. Zombie. Und Schnorks. Schnock. Er kann nicht laufen. Ja,
Ist klar. Warum darf ich dann... Ja, schrei doch lauter rum, Alter. Was ist denn das für eine Kacke gerade gewesen, Alter? Ich durfte einfach nicht rückwärts laufen. Wegen dir fair. Ich hab hier richtig gut gestalkert. Und dann werde ich hier beschissen. Und war denn jetzt hier das Problem? Scheiß Viecher, Alter. So geil gemacht, ne? Und dann wirst du... Es ist jedes Mal das Gleiche. Echt, es ist jedes Mal das Gleiche. Ja, die ist schon gut präzise so. Ich hab zwei erwischt. Ey, ich könnte hier wirklich. Alter, was lebst du denn weiter, Alter? Das ist so ein Scheiß, Alter. Das ist so ein Scheiß. Dieses Geräusch, Alter. Oh, der war richtig gut, Alter. Der war noch besser? Schon wieder. Warum? Nee, also hier ist gleich schon wieder Feierabend. Ich hab mir richtig drauf gefreut, aber die schaffen das, dir das regelmäßig richtig zu versauen, Alter. Sie haben hier Harpien und nicht wie... Oh ja, ja, ist klar. Das ist so geil! Das ist, ey. Boah, Alter! Ja, die Fresse, du Stück Scheiße. Auf jeden Fall gibt die Wicht durch Granaten abgebaut. Nee, Wahnsinn. Da ist noch mehr. In die Wand geballert. Wichser. Wie war das jetzt? Einer liegt im vorne im Eingangsbereich. Er hat vier Hände gehabt. Das ist Nummer 3 hier. Nummer 4. Die Mutantenteile, ey. Ja, ist egal. Ist so, ich nehme mit. Ich schäme mir da nicht für. Ja, da ist natürlich noch interessanter, wenn es doppelt zählt, ja. So, das hier ist Nummer 5. Da... Das ist 6. 6 von den Snorks. Oh. Oh, 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 der Fleischer haut richtig raus wieder. Da werden wir uns so erstmal gleich hinbewegen. Aber ich glaube, das Einzige, was er nicht kauft, sind Schnorkteile. Da sind wir völlig überladen.
Dino-Parts. Okay, die Mission haben wir erfüllt. Ist nicht dein Ernst? Die löst so verspätet aus, die müsste ein bisschen schneller sein. Ich glaube, so eine Leiche hat mir so hart gebremst, die sind echt heftig. So Leute, ich mache jetzt hier eine kurze Rast und dann kämpfe ich mich hier raus. Vielleicht vermeide ich so ja das Militär und jeder raus, wo ich reingekommen bin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Aufstieg eines Stalkers wieder, zusammen mit Siegfried. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da und einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Abschnitt wieder. Haut rein, schönen Abend. Wir können ja nur ja nicht Schluss machen. Dann verpassen wir vielleicht einen Telepathen. Aber das wird jetzt ewig dauern, weil ich glaube, das läuft ja auch ganz anders, als man das kennt. Da tauchen jetzt wieder ein Haufen Verrückte auf. Dieses Verzögerte ist das Schlimmste. Dadurch treffe ich nicht. Ach, guck mal hier. Die haben ja anscheinend gegeneinander gekämpft. Nee, das ist scheiße, das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Ist es denn so gewollt, dass man vielleicht die Wahl hat zwischen den Jungs und mehr Mutanten auf dem Rückweg? Ja, ich wusste es, dass ich hätte es nicht machen sollen. Ich wusste es. Alter, hol die Scheißwaffe raus, Mann!
Ja, deine Mutter, du dreckiger Schwanz, Alter. Es ist egal, für welche Richtung ich mich entscheide. Überall sitzt das Militär. Ist in Ordnung, Mann. Es ist aber auch echt einfach zu doll, ne? Irgendwo finde ich den Gedanken ganz cool, dass die so reagieren. Aber auf der anderen Seite ist es so krass zum Spielen irgendwie. Oh, krass, ey. Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft.